Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Jagged Alliance 2. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Ihr seht vielleicht an der Vertragslaufzeit unserer Söldner, dass seit dem letzten Mal einiges an Ingame-Zeit vergangen ist, aber es ist eben so gut wie nichts passiert. Also ich habe die Waffen verkauft, die wir hier von der Patrouille in Sektor 5B erbeutet hatten, und dann habe ich den Rest der Zeit genutzt, um ein bisschen unsere neu erbeutete Ausrüstung zu reparieren. Mit Barry und mit den restlichen Söldnern habe ich dann in der Zeit ein bisschen Stärke trainiert. Und unser Ziel ist jetzt Sektor 2C. So. Ich weiß schon recht gut, wo ich in Sektor 2C starten will, denn ich habe tatsächlich schon mal probiert, Sektor 2C einzunehmen. Und als ich das gemacht habe, da gab es leider ein kleines Problem mit meiner Sicherung. Die ist nämlich rausgeflogen. Yes. Und nachdem die Sicherung dann rausgeflogen war, war es mit der Aufnahme natürlich vorbei. Understand. Die war dann futsch. Und das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich schon recht weit war eigentlich. Also ich hatte irgendwie noch 6 Feinde oder 7 Feinde hier im Sektor, war also eigentlich schon bereit, in die offene Konfrontation überzugehen, weil ich bei gleicher Anzahl von Söldnern und Feinden ja durchaus keinen so großen Nachteil mehr habe. Und das einfach dann schneller geht. Okay. Aber, naja. Das war dann halt leider nicht mehr drin. Okay. Und wir machen es genauso wie vorher. Ich habe die M16 halt wieder auf Nachteinsatz umgerüstet. Das heißt also den Griff wieder dran gemacht statt des Zweibeins. Und ja, jetzt sind hier wieder viele Gegner auf einmal. Damit kann ich leider nicht arbeiten. Viele Feinde auf einmal kann ich nicht bekämpfen. Das ist immer ein bisschen blöd. Das heißt, ich versuche hier dann mal über die nördliche Seite zu kommen, denke ich mal. Yep. Okay. Und ich ziehe wieder Grace vor mit den Wurfmessern, versuche damit leise Feinde auszuschalten und ziehe eben manuell hinterher. Will do. Der dann eben entweder mit der M16 ein bisschen Rückendeckung gibt oder für den Fall, dass zwei Feinde halt günstig stehen, eventuell sich auch dann noch mit dem Messer von hinten anschleichen kann. Okay. Ich werde erstmal hier noch ein bisschen in dieser Richtung gucken, ob hier vielleicht jemand ist. Sieht aber auch momentan nicht danach aus. Okay. So, ich glaube, ich muss hier mal wieder was mit dem Mikro ein bisschen verstellen. Ich glaube, die Aufnahme wird sonst ein bisschen zu leise. So, ich hoffe, das hat man nicht allzu laut gehört. Ah, sieht viel besser aus jetzt, die Kurve. Weiß nicht, ab und zu scheint sich das hier alles ein bisschen immer zu verstellen. Und dann übersteuert halt entweder die Aufnahme, weil es zu nah dran ist. Okay. Oder die Aufnahme wird zu leise. Ich weiß nicht ganz, woran das liegt. Denn eigentlich habe ich das ja alles recht gut eingestellt. Ob ich einfach meine Position ab und zu mal verändere. Naja, wie auch immer. Yep. Hier ist leider im Moment noch kein Feind sichtbar gewesen. Das ist immer ein ganz schlechtes Zeichen. Yes. Vor allen Dingen für jemanden, der halt wie ich versucht, möglichst viele Feinde eben einzeln abzupassen und dann einzeln auszuschalten. Denn wenn über weite Teile der Karte eben keine Feinde sind, dann heißt das, die konzentrieren sich alle irgendwo auf einem Fleck. Okay, und dann wird es natürlich umso schwerer, die einzeln auszuschalten.
So, jetzt können wir mal hoffen, dass der sich jetzt okay. im Echtzeitmodus nicht von der Stelle bewegt. Aber der ist natürlich inzwischen hier verschwunden und ich weiß nicht, in welche Richtung. Wenn er hier nach oben gegangen wäre, okay. dann hätte ich das vermutlich mit manuell gehört oder gesehen. Das heißt, der wird hier sich irgendwo in südliche Richtung entfernt haben. Okay. Na, wo ist er denn? Und ich habe jetzt natürlich ein großes Risiko, dass der mich auf einmal blöd von der Seite okay. anmacht, weil ich gerade nicht in die richtige Richtung gucke. Okay. Okay. Und hier ist ja auch echt tote Hose, ne? Okay. Okay. Scheiße. Ich habe jetzt ungefähr, ich denk mal, wenn ich hier noch ordentlich okay. gucke, habe ich ungefähr ein Drittel der Karte schon abgedeckt, also quasi geschaut, ob da jemand ist. Nun patrouillieren okay. die natürlich auch immer ein bisschen hin und her. Okay. Aber trotzdem, wenn okay. wir auf einem Drittel der Karte keine Feinde gefunden haben, heißt das, die halten sich okay. alle auf den restlichen zwei Dritteln auf. I heard something there. Okay, okay, let's do it. I wouldn't mind letting fly with a couple. So, ist das der gleiche wie eben? Nee, scheinbar nicht. Und ich habe jetzt ein Problem, denn ich komme hier schlecht raus, weil da Pflanzen im Weg sind. So, jetzt habe ich es glücklicherweise tatsächlich geschafft, da rauszukommen. Kommt er jetzt in meine Richtung? Sieht momentan nicht danach aus. Das heißt, vielleicht kann ich mich an den von dieser Seite hier anschleichen. Ja, der hat sich jetzt natürlich auch wieder hier wegbewegt. Okay. Okay. I heard something there. Und das ist schon wieder jemand anders, ne? Das heißt, ich komme jetzt vermutlich in das Gebiet rein, wo sich eben viele auf einmal aufhalten. Okay, let's do it. Gleich mal gucken, ob dem hier vielleicht jemand Rückendeckung gibt. Denn wenn dem so ist. Ja, scheiße. Und ich habe nicht mehr genug AP, um mich umzudrehen. Darauf hätte ich achten müssen. Glücklicherweise hat sich das Rothemd hier jetzt verzogen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das Schwarzhemd hier immer noch da ist. Yep. Okay, das Schwarzhemd ist noch da, das ist gut. Fuck. Und das Rothemd guckt auch in eine andere Richtung. Das heißt, eventuell okay, habe ich noch Glück. So, ich darf natürlich, das ist immer, vor allen Dingen bei den Schwarzhemden ist das so ein bisschen Poker. Man darf halt okay, nicht zu weit weg sein, damit das Messer noch trifft, man darf aber auch nicht zu nah ran. Weil dann hören die einen, kriegen dann entweder direkt eine Unterbrechung und dann geht man drauf. Cool. Oder eben, das ist gar nicht, also kein One-Hit-Kill, was man da mit dem Messer dann machen möchte. Okay, let's do it. I wouldn't mind letting fly with a couple of knives. So, das Rothemd ist weniger gefährlich, was das Hören angeht. Die hören in der Regel, meine ich, schlechter. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die eine geringere Erfahrungsstufe haben. I wouldn't mind letting fly with a couple of knives. Cool. Und deswegen bin ich hier jetzt das Risiko eingegangen, den direkt abzuwerfen. So, wenn ich jetzt hier das Rothemd, aus dem Rothemd das Messer wieder rausziehe, dann wird das leider das Schwarzhemd da oben mitkriegen. Aber ihr seht ja, ich habe nicht mehr ganz so viele Messer auf Grace und habe die zugunsten von ein paar Granaten teilweise zu Hause gelassen. Das bedeutet, ich muss meine Messer leider wieder einsammeln. So, die Mikrogalil werde ich sowieso nicht verwenden. Und hier ist leider kein Schalldämpfer drauf. Das heißt, die Waffe kann ich momentan leider nicht wirklich gebrauchen. Okay, okay, meine Messer habe ich wieder. Dann gucke ich doch mal, dass ich hier mich aus dem Gebiet wieder ein kleines bisschen entferne.
oder eben manuell nachziehe. Wo ist der denn überhaupt? Oh, der ist ja richtig weit weg. Dann ziehe ich lieber Grace wieder nach oben. Okay. Vielleicht hat sich ja auch in der ganzen Zeit hier wieder irgendwo ein Feind in das Gebiet reingewagt. Dann könnte ich den natürlich ausschalten und ich habe nur noch drei Wurfmesser gerade. Okay, let's do it. I wouldn't mind letting fly with a couple of knives. Okay. Habe ich vergessen, dass... Ja, ich habe vergessen, hier das Wurfmesser wieder rauszuziehen oder eines der Wurfmesser wieder rauszuziehen. Das ist sau ärgerlich. Da muss ich dran denken und aus dem hier habe ich ja das Wurfmesser auch nicht rausgezogen, weil da das Schwarzhemd leider in der Nähe stand. We failed to locate all of them. I would not go crazy. Okay, let's do it. I wouldn't mind letting fly with a couple of knives. Also ich muss jetzt umso sparsamer mit meinen restlichen Wurfmessern umgehen. Okay, let's do it. I wouldn't mind letting fly with a couple of knives. Und sicherstellen, dass ich wirklich nach jedem Kill mir meine Wurfmesser wieder organisiere. Okay, let's do it. I wouldn't mind letting fly with a couple of knives. Yeah. Und wie ihr seht, wenn wir keinen One-Hit-Kill machen mit einem Wurfmesser, dann brauchen wir natürlich mehr Wurfmesser, weil wir trotzdem immer noch natürlich darauf abzielen, den Feind dann in der gleichen Runde noch zu töten, mit mehr Messern dann eben einfach, weil das eben genauso gut ist wie ein One-Hit-Kill. Okay. Oder effektiv quasi das gleiche ist, wenn der Feind halt keine Möglichkeit gehabt hat, unsere Position an andere Feinde weiterzuleiten. Okay, let's do it. So, der guckt auch gerade in eine Richtung, die sehr ungesund für ihn sein kann. Remember, there's at least one hiding somewhere nearby. Okay, let's do it. Oh scheiße, da steht auch direkt ein Schwarzhemd daneben. Das werde ich nicht riskieren. Okay. Bei dem näher rangehen oder nicht, ist übrigens auch immer so ein kleines Problem. Wenn man näher rangeht, dann sieht man ja nicht nur... dann trifft man nicht nur die Messer besser. Ist gut. Sondern dann sieht man halt auch besser, ob da vielleicht irgendwo ein Feind noch... sich in der Nähe aufhält. Ist gut. Will do. Der dann eben eventuell sehen kann, wenn jemand umkippt. Yes. There's still a few of them left. Don't get careless. Contact. Yep. Das heißt, der hat mich nicht bemerkt, aber ich weiß nicht, irgendwie scheine ich den eben mit Manuel noch gesehen zu haben und vergessen haben, mich umzudrehen. Okay, let's do it. I wouldn't mind letting fly with a couple of knives. So, versuchen wir mal, ob wir uns dem nicht noch ein bisschen weiter annähern können. Kann man hier von hinten ran? Ich glaube, das geht relativ schlecht. Aber ich probiere es trotzdem mal aus. Oh, da sind gleich richtig viele. Und auch noch alle Schwarzhemden. Ich glaube, das kann ich definitiv vergessen. Yes, will do. Yep. Okay. Muss eben probieren, ob ich einen von denen nicht irgendwie dann entweder separieren kann oder dann eben, wenn es an die offene Konfrontation gibt, apropos, die stehen alle viel zu ungünstig. Ich habe halt noch nicht viele ausschalten können jetzt. Yes. Will do. Hab mich eigentlich schon gefreut. Ja, ich bin hier schon so lange in dem Sektor unterwegs und wurde noch nicht erwischt, aber das liegt keinesfalls daran, dass ich mich irgendwie besonders gut angestellt habe, sondern ich habe einfach keine Feinde gesehen, weil die halt alle auf einem Fleck stehen irgendwo. Yes. They are not far, I'm sure.
Jetzt kann ich den nicht mehr sehen, das ist ja wohl ein schlechter Scherz hier. So. Wie komme ich hier hin? Da kann ich durch, okay. Kontakt! So, ich probiere mal, ob ich nicht vielleicht mal mit dem stinknormalen Messer und nicht mit dem Wurfmesser hier noch einen Kill machen kann. Kontakt! There's still a few of them left. Don't und um das zu tun, gehe ich mit Grace dann als Absicherung vielleicht auch noch ein bisschen näher ran. Yes. Das heißt, falls der mich bemerkt, dann kann ich eventuell mit Grace nochmal aufstehen und dem einen Wurfmesser geben. So, im Moment sieht es ja noch ganz gut aus. Wie viel AP brauche ich, um dem eine zu geben? 73. Ich werde nochmal ein Feld näher rangehen. Remember, there's at least one hiding somewhere nearby. Contact. Ist aber egal, wir haben ihn trotzdem beim ersten Mal gekriegt. Schön wieder in die Hocke gehen. Und das Praktische ist, dass wir jetzt nichts mehr aufsammeln müssen, wenn wir den halt mit dem Messer direkt abgestochen haben. Aber dafür stehen wir natürlich eh schon auf der Leiche quasi drauf. Sind also eh schon gefährlich nah dran quasi. Und die scheinen sich aber tatsächlich, also hier war ja eben, war da ja noch keiner, ne? Das heißt, die scheinen sich tatsächlich nach und nach über den Sektor dann wieder irgendwie zu verteilen. Yes. Ich werde erstmal gucken, ob ich hier unten vielleicht noch ein bisschen was klären kann. Und vielleicht ist da ja auch die Gegnerdichte nicht ganz so hoch. Manuel sichert mal in diese Richtung und Grace geht dann, schlägt sich mal hier unten in den Busch. Habe ich eigentlich meine Leute schon, ich habe meine Leute gar nicht angemalt, ne? Okay. Das ist natürlich auch sehr riskant. Yep. Wenn man schon Tarnfarben dabei hat, dann sollte man die auch benutzen. Habe ich eben aus dem hier. Ja, ich habe meine zwei Messer wieder, wenn ich jetzt hier Messer wieder einsammle. Und da steht einer. Ist jetzt die große Frage, ob den einer sieht. Und im Moment sieht es noch nicht danach aus, ne? I wouldn't mind letting fly with a couple of knives. Der scheint hier recht ungeschützt zu stehen. Wir alle wissen, ungeschützt ist gefährlich. Jetzt hat den dummerweise einer gesehen. Das heißt also, mit meiner Art und Weise hier hintereinander die Feinde auszuschalten, ist es jetzt vermutlich nicht mehr weit her. Ja genau, der hat den wahrscheinlich gesehen, wie der umgefallen ist. Was mache ich jetzt? Ich habe leider auch nur noch zwei Wurfmesser auf Grace, habe halt noch diese Wurfsterne, die ich ja sowieso lieber benutze, wenn halt mich jemand gesehen hat. I heard something there. Der kommt ran. Ich hoffe mal, der kommt nicht zu schnell zu nah ran, denn ich probiere gerade... Okay. Mit Manuel muss ich das gleiche machen. Und jetzt ist es halt so, wenn ich zwei Söldner gleichzeitig bewegen will, in dem Moment, wo wir eventuell gleich vom rundenbasierten in den Echtzeitmodus wechseln, das hat das Spiel ein bisschen schlecht gelöst, finde ich. Yes. Yep. Denn ihr seht, ich muss da quasi einfach extrem schnell sein, um die zu markieren und dann wegzuschicken. Okay. Ansonsten kann es halt sein, dass die gesehen werden, weil die gerade dem Feind sowieso den Rücken zudrehen. Und mein Ziel ist es jetzt hier zum östlichen Kartenrand zu kommen. Rats. Scheiße, da kommt jetzt einer. So war das nicht gedacht. Der hat mich bisher noch nicht gesehen. Das ist gut. Aber ich kann auch nicht einfach auf den schießen. Yep. Denn diese
M16 ist selbst mit Schalldämpfer immer noch relativ laut. Yes. Das heißt, was ich jetzt probiere ist... Na scheiße, das ist außerhalb der Reichweite. Na, ist egal. Ich probiere die Feinde, die jetzt hier unten gerade auf meine Position konvergieren. Habe ich nicht getroffen. Ist aber ganz egal. Yes. Denn mein Ziel ist, die abzulenken, diese ganzen Leute. Dass die jetzt nach Norden laufen. Okay. Und wenn die das tun, dann kann ich mit meinen anderen Leuten halt ungesehen hier den Kartenrand erreichen. Und hoffe halt, dass ich da am Kartenrand ankomme, sobald... Also bevor die Feinde hier oben bei meinem Scharfschützen ankommen. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich mit meinem gesamten Trupp gleichzeitig den Sektor in Richtung Osten verlassen. Yes! Und wenn ich das gemacht habe... Just heard a noise. Ja, jetzt kommen sie. Jetzt kommen Trash. Sie. Yes. Das ist ungünstig. Vielleicht kriege ich noch einen oder zwei. Sonst muss ich halt unseren Trupp aufspalten und muss mit den Söldnern, die hier oben stehen, halt eher raus. Kann ich ja auch machen, ist ja auch kein Problem. Ich guck mal, ob ich den hier vielleicht direkt noch auf... Nee, leider habe ich den nicht getroffen jetzt. Jeder, den ich jetzt hier noch mitnehmen kann, ist natürlich für mich nochmal ein großer Gewinn. Yes. Guck mal, der ist schon kritisch. Das heißt, eine Granate sollte eigentlich reichen, um den ums Eck zu bringen. Ich stehe mal mit Barry auf. Also der wäre dann gestorben. Das ist gut, da habe ich direkt noch einen mitgenommen. Und dann gucke ich mal. Ich kann halt nicht alle gleichzeitig aus dem Sektor rausschicken, weil meine Söldner da unten noch nicht am Kartenrand sind. Das ist aber kein Problem. Dann mache ich das halt einzeln. So, Grunty ist da noch. Geht auch mal schön aus dem Sektor raus. You got my ear. Und Ira sitzt hier auch noch. Also wir hauen schön aus dem Sektor ab und dann machen wir das gleich mit dem Rest unseres Trupps genauso. Ich habe halt eine Ablenkung gebraucht, damit meine Leute, die ja quasi erwischt wurden, bisher halt nur noch kein Feuer auf sich gezogen hatten, damit die hier unten sich ohne groß vor Feinden Angst haben zu müssen in Richtung Sektorrand begeben können. Es war recht wahrscheinlich, dass sich hier irgendwo noch Feinde aufhalten und die kamen hier ja auch schon so halb von Osten. Yep. Und die Ablenkung war äußerst erfolgreich. Die Feinde sind halt alle jetzt in Richtung Norden gelaufen. In Norden haben wir uns dann verzogen. Und das wäre der letzte. Ja, jetzt haben wir halt einen kleinen Verlust an Moral hinnehmen müssen, was ja kein großes Problem ist. Grace hatte ja sowieso schon eine super Moral, weil die relativ viele Leute halt mit Wurfmessern abgeworfen hat. I am here. I am ready. Und jetzt kann ich halt nur hoffen, dass Ira recht bald da ankommt. I made it. Let's do something already. Dann ist alles okay, denn Ira verhindert ja, dass ich von Bloodcats angegriffen werde. I have reached the destination. Yeah, I'm here now. So. Dann gehen alle schön wieder in Squad 1. Ist halt ein bisschen ärgerlich, dass ich die Wurfmesser, die ich hatte, da jetzt in dem Sektor liegen lassen musste. Aber da kann ich halt nichts machen. Dann schlafen wir uns noch einmal schön aus. Und es ist 0.59 Uhr, das heißt, wir haben problemlos heute noch, also an diesem Spieltag noch Zeit, hier nochmal reinzugehen. Und ihr seht schon, wir haben eigentlich ganz gut klar Schiff gemacht da. Da sind eh nur noch 12 Feinde. Das heißt, so ungefähr die Hälfte von denen ausschalten. Und dann können wir eigentlich auch in die offene Konfrontation gehen. Und da ist auch schon direkt der Erste. Cool. Das war der Erste. Und ihr seht halt, es wurden nicht nur die Feinde im Sektor
neu platziert. Jetzt dadurch, dass wir... Also... Yes. So, jetzt schleichen alle. Die Feinde wurden nicht nur neu platziert, sondern auch deren Aufmerksamkeitsstatus wurde zurückgesetzt. Got it. So, der hat ein Porno dabei. Auf der ist leider auch wieder kein Schalldämpfer. Das ist immer ein bisschen schade, wenn man viele Waffen ohne Schalldämpfer findet. So, und ich denke mal, dass jetzt auch entsprechend die Gegnerdichte halt wesentlich geringer sein wird hier in diesem Sektor. Yep. Wir frischen nochmal eine Runde die Tarnfarben auf. Excellent. So, und dann gehen wir wieder schön in Position hier oben. War ja recht erfolgreich, was wir da das letzte Mal gemacht haben. Yes. Ja. Kann Barry sich momentan hinlegen? Ja, kann er. Okay. You got my ear. Super Sache. Und Ira guckt dann auch mal in die südliche Richtung und legt sich hin. Yep. Und unsere zwei üblichen Verdächtigen werden dann wieder anfangen, hier den Sektor heimlich still und leise zu räumen. What is that? Oder hat einer eine M21 fallen gelassen? Das freut mich natürlich doppelt. Einmal, weil ich die für teures Geld verkaufen kann und zweitens, weil ich 4 neue Magazine dadurch jetzt insgesamt für meine eigene M21 gekriegt habe. Okay. Okay. Und ich sag mal, 4 Magazine für die M21, das ist echt, das ist eine Hausnummer. Ja, und hier stehen sie wieder alle auf einem Fleck, da kann ich nichts machen. Da könnte ich halt mit Grunty eine Granate reinschießen, aber ich bin ja jetzt extra aus dem Sektor rausgegangen. Ist gut. Weil ich ja noch nicht in die offene Konfrontation möchte. Yep. Okay. Yes. Ist gut. So, wir schleichen uns hier wieder schön über die Straße. Und dann schauen wir mal. Yep. Okay. Wie das hier so aussieht. Hier vielleicht ein Feind oder zwei platziert wurden hier irgendwo in der Nähe. Okay. Momentan ist noch tote Hose, aber wir haben das ja gesehen aus Westen. Dann schau doch mal nach Westen und Manuel, unser Schmidtchen-Schleicher, der guckt auch nochmal in die Richtung und das sieht ja ganz gut aus. Vor allen Dingen, wenn das ein einzelnes Schwarzhemd ist, ich hab's ja schon mehrmals gesagt, besonders die Schwarzhemden sind vor der offenen Konfrontation die hochwertigsten Ziele. We failed to locate all of them. I would not go crazy. Contact. Und da habe ich noch 94 AP. Zack. Oh, das ist schlecht. das ist sehr schlecht. Wie weit komme ich mit Grace noch an den ran? Ich glaube, da kann ich noch ein Messer in den versenken. Ja. Cool. Deswegen zahlt es sich immer aus, zwei Söldner nah beieinander zu ziehen. Ansonsten hätte der mich jetzt bemerkt, hätte eventuell sogar noch Alarm ausgelöst. Die ganze Scheiße. Und nur dadurch, dass ich Grace in der Nähe hatte, habe ich das jetzt verhindern können. Ihr habt gesehen, ich hatte nicht mehr genug AP, um nochmal zuzustechen, was sowieso schon unabsichtlich war, denn normalerweise probiere ich immer, wenn ich solche Messerstechereien mache, halt genug AP vorher zu haben, dass ich zweimal zustechen kann, aber da habe ich jetzt dummerweise nicht drauf geachtet. Okay. So, ich gucke erstmal, ob hier die Ecke der Karte frei ist, das wird sie wahrscheinlich sein, denn die Ecke ist quasi erfahrungsgemäß beim letzten Mal ja auch schon frei gewesen. Okay. Okay. Und dann ziehe ich Manuel wieder hinterher. Bei Manuel ist halt das Ding, der
hat halt eine etwas höhere Projektionsreichweite, sage ich mal, weil seine Waffenreichweite halt höher ist mit der M16. Das heißt, der muss nicht ganz so nah nachziehen, wie Grace das muss. Auch wenn der mit der M16 natürlich so gut wie gar nicht trifft dann auf solche Distanzen. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, den ich eventuell noch bedenken sollte. Und jetzt scheint es wieder so zu sein, dass ich also der Großteil der letzten 12 Feinde jetzt also tatsächlich hier in diesem Bereich aufhält. In diesem Bereich 12 Feinde. Yes. Also manchmal stört mich das schon ein bisschen, wie die Feinde dann so verteilt werden. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, alles andere wäre auch wirklich sehr, sehr unrealistisch, ne? Noise has me cautious. Yep. Und Manuel steht da ein bisschen sehr ungünstig, weil ich halt nicht weiß, ob da gerade im Norden sich vielleicht jemand aufhält. I wouldn't mind letting fly with a couple of knives. Ich gehe nochmal 2 Felder ran mit Grace. Und dann werde ich halt jetzt mich wieder mit Manuel anschleichen von hinten. Contact! Und Contact. Ein Feld gehe ich noch ran, wechsle die Waffe und dann werde ich nochmal meine AP auffüllen. They are not far, I'm sure. Remember this. Contact. Da geht doch. Ja, das ist jetzt scheiße. Ich will halt hinter denen gehen, ne? Denn wenn ich hier hingehe. Nee, da sieht er mich auch nicht. Okay. Dann ist ja noch alles okay. So. Excellent! Mein Freundchen. They are not far, I'm sure. Remember this. Der wäre damit auch weg, dann dürften es jetzt nur noch 10 sein. Will do. Und ich meine, hier habe ich ja eben recht intensiv nachgeguckt, ob hier jemand sich gerade aufhält. Andererseits habe ich das Rothemd da eben auch nicht bemerkt. Das heißt, ich gucke nochmal hier in dem Bereich nach, wie es hier so aussieht. Und ach so, hier steckt immer noch mein blutiges Messer von letztem Kampf drin. Wenn ich die Chance schon habe, dann nehme ich das doch gerne mit. Genau wie das hier. Dann habe ich damit 1, 2, 3, 4. Das heißt, ein Messer fehlt mir noch, das hier irgendwo noch im Sektor rumliegt. Hier steckt noch eins drin. Das wird dann wohl meins sein. Nehme ich das doch direkt mit. Okay. Yes. Und dann schauen wir mal, wer sich hier so versteckt. Noise has me cautious. Contact. Hat mich noch nicht gesehen, also alles sehr problemlos. Yep. Und wir gehen auch hier wieder mit Grace näher ran, damit wir halt als Wurfmesser mit den Wurfmessern dann noch Unterstützung leisten können. Wenn wir es vor allen Dingen bei den Schwarzhemden ist es alles andere als garantiert, dass man tatsächlich schafft, die mit einer Schleichattacke auszuschalten. Okay, let's do it. Yes. I wouldn't will do. Fly with a couple of knives. Ach, da ist ja sogar noch einer. Ja, das kann ich natürlich nicht leisten jetzt. Das wird nicht funktionieren. Und ich, Schlaumeier, habe natürlich Grace nicht umgedreht. Und jetzt kommt da auch direkt der Dritte. Ja, so sieht das nämlich aus. Meine Hoffnung ist jetzt ein bisschen, dass hinter dem Dritten hier keiner ist. Und wenn dem so wäre, dann könnte ich ja eventuell mit Grace halt den Dritten ausschalten. Ist gut. I heard something there. Contact. Und ein Rothemd ist da auch noch. Also das ist, und das hat mich gesehen. Ist halt genauso, wie ich gesagt habe. Die sind hier alle auf einmal, alle auf einem Fleck. Da mich das Rothemd gesehen hat, habe ich halt, also ich hätte halt näher ranlaufen und es dann mit Wurfmessern bewerfen können.
Aber das Risiko wollte ich halt nicht eingehen. Wenn der zum Beispiel eine Unterbrechung bekommen hätte und dann die Unterbrechung an die nahen Schwarzhemden zum Beispiel weitergegeben hätte, dann wäre das für mich schlecht ausgegangen. You got my ear. Naja, wir haben eh schon damit angefangen. Das heißt, wir gehen direkt in die offene Konfrontation. Ja. Sind ja nur noch 10 Feinde. Genug Granaten haben wir auch. Jetzt hätte ich nur ganz gerne ein paar Leuchtstäbe hier. Und dummerweise habe ich natürlich alle meine Leuchtstäbe auf Manuel und auf Grace. Ne, Grace hat auch keine. Irgendein anderer Charakter von mir muss doch noch Leuchtstäbe haben. Yes. Barry hat auch keine. Barry kann mal jetzt, wo es an die offene Konfrontation geht, erstmal seinen Rucksack ablegen. Yes. Und unser IMP kann das genauso machen. Yes. Und noch irgendjemand einen Rucksack auf Ira hat vermutlich noch einen auf, ne? Yep. Ja. Yes. Und ich gucke mal, ob ich nicht hier irgendwo dann einen Leuchtstab noch hinwerfen kann oder sowas. Man weiß es ja nicht. Vielleicht, wenn ich dadurch einen Feind irgendwie sehen kann, ist das ein Feind mehr, den ich quasi frühzeitig ausschalten kann. Ja, und der Leuchtstab funktioniert natürlich nicht. Ist ja klar. Warum sollte er das auch tun? Ja, Grace hat noch weitere Leuchtstäbe. Okay. Einmal aufstehen. Da ist momentan kein Feind. Das heißt, mit ein bisschen Pech sind die halt alle schon so weit ran. Naja, wir lassen uns mal überraschen, wie das jetzt hier aussieht. Just heard a noise. So, da kommt einer. Und der wird von Barry gesehen. Und ihr wisst ja genau, was wir in dieser Situation geben. Nämlich Vollgas. Und damit wäre er auch schon kritisch. More opposition. Das Problem in dieser Situation ist halt nicht, dass uns die Leute beschießen können, primär, die nah an uns rankommen, sondern das Hauptproblem ist halt... Yes. Ja, scheiße. Das Hauptproblem ist, dass uns die anderen Leute beschießen können, weil die Leute, die nah an uns rankommen, die geben den anderen Leuten, die noch weiter weg sind, Sicht. Und wenn das dann halt zum Beispiel Scharfschützen sind oder ähnliches, dann ist das halt schlecht für uns. Dann ist das einfach schlecht für uns. Das heißt, wir müssen die möglichst ausschalten, bevor die also zu nah an uns rankommen und den anderen Sicht geben. Und das fängt natürlich schön an. Ja. Leider muss der hier weg und ich habe halt meine zwei Charaktere hier hinten. Die sind halt nicht nah genug dran, um irgendwie in den Kampf eingreifen zu können momentan. Yep. Und das sollte sich ändern. Ich würde mal stark schätzen, dass hier momentan, da hätte ich rennen sollen. Yes, yes. Dass hier momentan sowieso keiner groß rumläuft, weil die sich halt alle in Richtung Norden verzogen haben. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich den nicht vielleicht doch nochmal treffe. Ah, nee, natürlich nicht. Und hab jetzt auch, ich könnte halt eine Granate auf den schießen, aber das ist mir dann echt zu viel Verschwendung. Eine 43mm HE-Granate für so einen Vollidioten hier. So, jetzt kommt's drauf an, da kommt direkt noch einer. Und der kommt ran. Da ist mein Knicklicht, das eben nicht funktioniert hat. Da ist das Knicklicht explodiert. So, und der kommt ran. Das ist nun wirklich ganz schlecht für ihn. Der hat sich gedacht, ich bin ja ein ganz krasser Typ eigentlich. Da steche ich die
die vier Jungs und Mädels, die da oben sitzen. Die steche ich doch direkt mal ab. Aber das hat nicht so gut geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Yep. Und ich muss einfach hier unten meine Leute sich ein bisschen gegenseitig Deckung geben lassen. Denn ich weiß immer noch nicht, wie viele Feinde da tatsächlich vielleicht doch noch vorbeikommen. Okay, da kommt jemand. Ich denke mal, der wird rankommen. Yes. Ich sollte möglichst schnell hier die AKSU nachladen. Und dann nehme ich doch auch mal ein weiteres Wurfmesser in die Hand. Yes. Und wenn ich jetzt einen Feind sehe, dann fackel ich nicht lange. Dann bewerfe ich den einfach mit dem Knicklicht. Und dann werde ich halt mit unserem Scharfschützen das Feuer eröffnen. Wie viele Feinde haben wir noch? 8 Feinde noch im Sektor, das sind immer noch recht viele. Das hat mich echt gewundert, dass also bei dem ganzen Radau, den wir hier gerade gemacht haben, dass da nicht wesentlich mehr Feinde jetzt in Richtung Norden gekommen sind. Ist gut. Hier scheinen ja auch keine mehr zu sein. Was ist denn? Haben die sich jetzt alle hier versammelt oder was ist mit denen? Will do. Keine Ahnung, wo diese ganzen Feinde sein sollen jetzt noch. Okay. Yes. Time to take out the da trash. Ist schon mal einer. Scheint bisher noch keinen großen Verdacht geschöpft zu haben, der Feind. Ah, kommt. Jetzt beginnt hoffentlich der Run. Da habe ich zweimal hintereinander getroffen. Das war wirklich Glück für mich. Das ist nicht alltäglich mit dem Gewehr. Und ich weiß nicht, was der jetzt da aufgehoben hat. Vermutlich ein Wurfmesser oder so. Ja. Yes. Wollen wir mal gucken. Vielleicht mit Ira noch ein Stückchen näher ran. Ja, dann sehe ich den hier schon mal. Habe ich ihn sogar getroffen, aber kann leider kein zweites Mal schießen. Ich glaube, hier lohnt sich jetzt in dem Fall tatsächlich schon eine HE reinzuknallen. Hat natürlich nicht getroffen. Wie sollte es auch anders sein? Yes. Yes. Ich vermute nämlich, dass der für die M21 dann doch ein kleines bisschen zu nah dran ist. Oh, es ist doch nicht so, okay. Hat er ordentlich Schaden gekriegt. Und ich denke mal, hoffe mal, dass jetzt die Minigranate trifft. Jo, der, ich weiß nicht genau, was mit dem passiert ist. Ich glaube, der ist einfach abgefackelt. Viel mehr kann man nicht verlangen. So, der kommt ran. Das ist gut. Yes. Yes. Habe ich ihn leider nicht getroffen beim Rankommen. Und auch beim zweiten Mal nicht. Ich versuche mal, ob ich nicht vielleicht noch ein bisschen Sperrfeuer geben kann. Ja, nicht getroffen, aber hat ihm zumindest schon mal ein paar Unterdrückungsfeuerpunkte gegeben. Und ich denke mal, Ira könnte sich dann hinlegen. Jetzt sieht sie ihn dummerweise nicht mehr. Ah doch, sieht ihn wieder. Und damit wäre er auch schon mal kritisch. Ja. Und ich würde sehr gerne... Ich habe doch hier noch so eine... Ilo-Granate. Ja, die schieße ich mal hier hin. Damit mich halt, weil jetzt viele meiner Leute eben gerade in diese Richtung gucken, dass mich hier keiner von Süden flankieren kann. Ja. Genau deswegen, nämlich diese Ilo-Granaten sind richtig, richtig geil. Ich warte, glaube ich, auf eine Unterbrechung. Ich probiere mit ein bisschen weniger wertvollen Söldnern vielleicht den noch zu treffen. Der ist ja eh schon in schlechtem Gesundheitszustand. Und da macht er sich auch direkt wieder vom Acker. Blutet so ein bisschen vor sich hin.
You got my ear. Und wie viele haben wir ausgeschaltet? 6 sind noch im Sektor. Sind irgendwelche geflohen? Sieht nicht danach aus, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Time to take out the trash. Ah, da kommt wieder einer. Yes. Das ist der gleiche wie eben. Ja, Leute, ich weiß ja nicht so genau, was los ist. Aber glücklicherweise haben wir genug Munition gefunden, um auch einfach mal daneben schießen zu können. Ist der vielleicht schon zu nah ran? Ist der so nah dran, dass ich mit dem Sniper, mit dem dicken Scope inzwischen Malus kriege? Ich weiß es nicht genau. Jetzt, wo er liegt, treffe ich ihn. Irgendwo scheint hier noch einer rumzubluten. Yes. Yes. Will der verschwinden hier oder was ist mit dem? Ich weiß es nicht genau. Aber wir haben noch 5 Feinde im Sektor und einer davon ist schwer verwundet. Weiß nicht, läuft der jetzt hier gerade aus dem Sektor raus oder nicht? Yep. Okay. Bin ich mir nicht ganz sicher, was jetzt mit dem ist. Okay. Yes. Wo ist Manuel eigentlich? Oh, der sitzt da unten. Will do. Is good. Ist der inzwischen ausgeblutet? Nee, der hat einen Abgang gemacht. Der ist geflohen. Das heißt, wir haben hier noch 4 Feinde irgendwo im Sektor sitzen. Ich habe aber keine Ahnung, wo die sind, leider. Ich denke mal, ich werde mit Manuel ein bisschen scouten hier. Ist gut. Will do. Ja. Und wenn ich sowieso schon gerade im Echtzeitmodus bin, kann ich auch direkt noch eine HE-Granate nachladen. Yes. Ja. Yep. Yes. So, also 4 Feinde noch, die ich jetzt bei Nacht wahrscheinlich relativ schwer sehen kann. Ist gut. Noise has me cautious. Da kommt einer vor. Da ist einer im Osten. Okay. Yes. Wir versuchen als erstes mal, den vielleicht doch noch mit dem IMP zu treffen. Leider nicht geschafft. Yes. Und achso, ja, der Trick funktioniert ja jetzt so oder so nicht mehr. Wir probieren mal, ob wir dem nicht eine Salve vielleicht geben können. Jo, excellent. Sieht ganz danach aus, damit wäre der schon mal weg. Yes. Yes. There's at least one hiding somewhere. Wir hören wieder was von Osten. There is something there. Und da ist ein Kollege Schwarzhemd. Ja. Schießen wir eine Granate rein? Können wir eigentlich machen, ne? Also hier scheint noch einer zu stehen, ansonsten würde die Granate vermutlich nicht an dem abprallen dann. Wie mir das der Zeiger hier anzeigt. Wir schießen einfach mal eine Granate nach hier. Und wenn wir da noch jetzt, ich gucke mal, ob der, nee, das kann ich leider nicht sehen, yes, ob der eine Gasmaske auf hat. Ja, ich werfe einfach mal eine Stun-Granate noch rein, damit der denn nicht so schnell wieder aufsteht. Rats. Ah ja, da kommt halt jetzt ein Rothemd. Für den haben wir leider nichts mehr, aber der fühlt sich so ein bisschen gefangen zwischen den Fronten scheinbar. Rats. Einmal haben wir ihn schon mal getroffen. Jetzt wird er leider schwerer zu treffen. Das heißt, wir werden den jetzt vermutlich mit unserem Sniper auch nicht treffen. Ja, genau. Aber der scheint ein bisschen Schiss vor uns zu haben. Das heißt, der geht nicht wirklich in den Angriff über bisher. Und dann geben wir ihm auch gleich den Rest.
Der hier jetzt liegt, müssen wir mal gucken, ob wir den vielleicht noch treffen können. Nee, sieht momentan nicht danach aus, aber der ist ja sowieso durch die Stun-Granate im Moment noch außer Gefecht gesetzt. Ist halt die Frage, wie lange noch? No problemo. Ich weiß nicht, ob das, je nach Definition, ist der jetzt immer noch außer Gefecht gesetzt, aber nicht durch die Stun-Granate. Und da wäre dann auch der letzte. Yes. Ich meine, der hat keine allzu großen Chancen mehr. Ja, das war's. Das war's, meine Freunde. Wir schauen einmal noch kurz durch den Sektor hier durch. Ob irgendwas nicht angezeigt wird, vielleicht. Ich glaube, ich nehme manuell. Der ist ja sogar noch ein bisschen schneller. Will do. Einer von den Jungs ist ja auch abgedampft, das heißt, der hat vermutlich irgendwo seine Waffe fallen gelassen. Das heißt, es ist nicht ganz klar, ob ich die bisher jetzt schon gefunden habe. Yep. Ich laufe nochmal mit Grace hier oben hoch. Yes. Will do. Und dann laufe ich nochmal hier unten rum, falls irgendwas nicht angezeigt wird. Das ist ja eigentlich recht human gelaufen, sage ich mal. Hatte ich mir schwerer vorgestellt. Vor allen Dingen, weil halt diese Feindkonzentration so relativ hoch war. Ist gut. Aber dass jetzt am Schluss in der offenen Konfrontation ich noch wesentlich mehr Probleme gekriegt habe, lag halt daran, dass die sich alle hier so konzentriert haben und halt Schiss hatten vorzurücken irgendwie. Wenn die alle vorgerückt wären gleichzeitig, dann hätten die mich problemlos überrennen können. Aber das haben die halt nicht gemacht. Ist gut. Und das war deren großer Fehler. Ich guck noch mal kurz hier im Sektorinventar, was wir alles erbeutet haben. Eine Scout mal wieder, ja. Ich weiß nicht, habe ich den letzten Scout verkauft oder liegt die hier noch im Sektorinventar? Die liegt hier noch, das heißt, die Scout kann ich direkt verkaufen, denn so viele brauche ich dann doch nicht von den Dingern. Nur ein Mündungsfeuerdämpfer. Ja, ein Laufverlängerung kann ich nicht gebrauchen. Ich gucke hier nur einmal rüber und dann sortiere ich das Ganze halt wieder zwischen den Folgen, wie ihr es ja inzwischen, denke ich mal, schon gewohnt seid. Neben 21 habe ich noch eine zweite gefunden. Ja, den nehme ich gerne mit. Diese PP-93, das sind ja auch nun wirklich ziemliche Wurstwaffen. Und halt die Scout. Ja, schade. Ordentlich Rüstung vielleicht. Aber ansonsten nichts Großartiges. Ein paar Stun-Granaten. Ich habe ja auch ein paar geworfen. Ein paar Senfgasgranaten kann man auch immer mal gebrauchen. Ein paar Knicklichter. Habe ich auch welche verbraucht. Und das Gute ist halt die Munition für meine M21. Und das Medikit oder zwei Medikits und ordentlich First Aid Kits. Also das ist definitiv hier gut. Ansonsten nichts wirklich Großartiges, denke ich mal. Ich gucke mir das G3 nochmal an, wie genau das aussieht. Aber naja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, hoffe ich doch mal. Und dann überlegen wir uns, ob wir nicht so langsam dann tatsächlich mal wieder hier den südlichen Sektor von Chitena wieder einnehmen. Also bis dann.